Den, das Schwert können wir runternehmen. Cobblestone lassen wir drin. Ja, für unsere kleine Inseltour reicht das vollkommen. Das war das erstmal. Und raus zu den Pferden. Vielleicht gehen wir da aber noch mal kurz an unserem Feld vorbei und holen da ein paar Karotschen. Man kann ja nie wissen, vielleicht braucht man doch Möhren. Und wenn ich ein Pferd wäre, ich fände Karotten total gut, wenn mich jemand besteigen wollte. Ja. Ja, sehr lustig wieder heute. Ihr merkt das schon. Und auf geht's auf unsere kleine Insel. Schauen, was wir da Schönes haben. Die sind echt ein bisschen laut, die Kühe, ne? Da braucht man gleich mal unser Schwert. Biu, kaputt. Ist die Kuh kaputt. So, wo sind jetzt die Pferde? Da haben wir gar zauberhafte Wollwesen. Wollende Wesen. Wunderbare wollende Wesen. Von einem anderen Planeten. Tja, Pferde, wo seid ihr? Braucht man dafür vielleicht eine bestimmte Vegetation? Und kann das dann sein, dass die deshalb nicht auf dieser Insel sind? Wer weiß, haben wir da eine Höhle? Ist das eine Höhle oder wieder mal ein kleine Höhle am Start? Okay. Aber diese Grafikfehler, die sind mir auch schon beim Gronkh aufgefallen. Ich glaube, seit 1 Punkt. Nee, das war nicht seit 1 Punkt irgendwas. Auf jeden Fall schon seit einer ganzen Weile. Höhe? Ich glaube, hier war ich ja noch nie. Das ist meine Insel, aber hier war ich ja noch nie. Faszinierend. Hat sich hier was verändert vielleicht? Das sehe ich ernsthaft zum ersten Mal. Wie lustig. Was haben wir hier? Wieder eine schöne Höhle? Oder wieder nur bisschen Pfütze oder was? Gucken wir doch mal nach. Da haben wir Kohle. Ihr kennt mich ja. Das kann ich einfach nicht so drin lassen. Das muss raus. Plätscher, Plätscher. Wunderbar. Haben wir schon ein bisschen Kohle mitgenommen. Das darf ruhig sein. So. Und weiter geht's. Wird es etwas schon wieder dunkel? Oh ja. Gut, dass wir die Monster noch nicht eingeschaltet haben, aber ich verspreche euch, das werden wir bald tun, sobald ich ein bisschen mehr Selbstbewusstsein getankt habe. Hier haben wir eine wunderschöne Höhle. Vielleicht können wir da, solange es dunkel ist, mal kurz reinschauen. Und dann ist es nicht ganz so langweilig. Aber versprochen, wir gehen hier auch nicht allzu tief rein. Oh mein Gott, wie sieht es denn hier aus? Macht doch mal Licht hier. Freunde der Nacht. So. Und das war's dann auch schon wieder. Naja, immerhin. Kompass haben wir dabei. Wunderbar, dann können wir uns nicht verlaufen. Ah, ist einfach schön, wenn die Sonne untergeht. Aber ich befürchte ja, auch wenn jetzt hier ein traumhafter Dschungel kommt, wir werden kein Pferd sehen können. Deswegen mache ich mich jetzt doch mal wieder auf den Weg nach Hause. Wow. Da muss ich dann aber auch aufpassen, dass ich nicht in irgendeine Höhle falle hier. Tja. Das war eine richtig gute Idee, wie ihr seht. Zack, sind wir schon wieder im Dunkeln. Und man sieht rein gar nichts. Da mache ich jetzt hier erstmal meine Lampe aus, dass wenigstens ich ein bisschen was sehe. Aber ich verspreche euch, ich jag da wieder den Filter drüber, dass ihr zumindest ein wenig seht, was hier am Start ist. Also ich sehe wirklich auch fast überhaupt gar nichts. Richtig, richtig dunkel hier.
Und wie gesagt, ich bin wirklich froh, dass da jetzt keine Monster eingeschaltet sind. Und hoffe jetzt aber, dass ich bald wieder zumindest mal. Ah ja. Wow, das war knapp. Da haben wir zumindest mal wieder unser eigenes Häuschen. Hier wollten wir eigentlich mal hingehen und separat von berichten. Da können wir jetzt ja schon mal ein bisschen schauen. Sollen wir da schon mal hin? Nee, da folter ich noch ein bisschen auf die Spanne, was diese ganze Sache hier angeht. Habt ihr das gehört? Mann, diese Geräusche mal. Redet ein Pferd oder ist es ein Schaf? Das ist mit Sicherheit ein Schaf. Ja, was haben wir denn hier? Also ich muss ja sagen, ich war ja nicht lange weg, aber irgendwie kommt mir manches doch unbekannt vor. So als ob irgendwie ein Patch oder so etwas verändert hätte. Ja. Also gut, keine Pferde gefunden. Bisschen Zeit verplempert, das tut mir leid, aber zumindest sind wir wieder halt zu Hause angekommen. Nicht wie beim letzten Mal. Dann würde ich mal sagen, schlafen wir jetzt ein bisschen. So. Wunderbar, der Tag ist hell. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich allerseits. Und mit einem Stückchen Fleisch in der Hand werden wir uns jetzt gleich auf die Mission begeben, herauszufinden, ob unser kleines Dörfchen tatsächlich vor Monstern geschützt ist. Und ich habe ja am meisten Angst vor solchen Flecken hier. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir hier genügend ausgeleuchtet haben. Da könnten nämlich dann die Monster wieder hochkommen. Hier habe ich nicht so eine große Angst, denn da haben wir ja alles ganz wunderschön gemacht. Auch abgedichtet mittlerweile mit Mauerwerk und alles, was man braucht, damit man schön sicher sich selbst eingesperrt hat. Ja, das sieht gut aus. Da könnten wir fast sogar noch hier die Mauer einreißen. Dann wäre das ein bisschen schöner. Aber die lassen wir jetzt vorerst mal da. Ja, das sieht gut aus. Dann schauen wir mal hier oben. Da haben wir eigentlich auch alles gut beleuchtet. Ja gut, hier haben wir natürlich, ja, da haben wir schon was gefunden. Da haben wir hier vorsorglich schon mal was angebaut. Aber ich befürchte ja, dass hier über unseren Turm vielleicht was kommen könnte. Und hier auch von der Wiese. Das bedeutet, wir werden jetzt hier. Ja, da habe ich auch schon angefangen, wie ihr seht. Eine wunderschöne Mauer gebaut, um uns vor Bösewichten und anderen Scharlatanen, besonders Monstern, wie Spinnen und so etwas, zu beschützen. Ja, das haben wir ordnungsgemäß verlegt. Dann würde ich mal sagen, das sieht gut aus. Beim nächsten Mal, wenn die Sonne untergeht, nehmen wir mal das Schwert in die Hand. Und schauen doch mal zur Abwechslung, wie das denn jetzt mit den Monstern aussieht. Dann können wir nämlich mal tatsächlich Monster aktiviert lassen. Dann müssen wir uns auch in der Tat darum kümmern, dass wir genügend zu essen haben. Was auch eine Situation ist, die wir hier bei diesem Let's Show and Play nicht hatten. Und solange wir darauf warten, dass sich die Tageszeit ändert, das haben wir ja schön gemacht hier, dass sich die Tageszeit ändert, werden wir hier oben vielleicht noch ein bisschen Licht. Wie sieht es damit aus, da oben? Zack. Geht nicht. Okay. Solange wir also darauf warten, dass die Sonne untergeht, brauchen wir eigentlich dann genügend Fleisch und Karotten. Können wir mal kurz gucken, ob unser Metall und unser Gold fertig ist. Und dann legen wir noch ein bisschen Fleisch in den Ofen. Dann haben wir nämlich genug zu frettern. Falls es dann wirklich hart auf hart kommt mit der Fresserei. Jawohl, Gold ist fertig, das ist schön. Dann braten wir uns doch mal ein Steak. So, ja.
Wunderbar. Also wie gesagt, ich möchte es an dieser Stelle nochmal sagen. Ich versuche ja hier so ein Let's Play zu machen. Okay, zugegebenermaßen nicht allzu unique oder was. Also gab es schon mal das eine oder andere Let's Play. Ich versuche das halt auf meine Art und Weise zu machen, dem ein bisschen Charakter zu geben. Und hoffe, dass ich da so ein bisschen mich vielleicht dadurch, dass ich eine etwas andere, knödeligere Stimme habe oder vielleicht einen lustigeren Sprechfehler wie andere oder einfach nur interessante Dinge sage oder tue, ein paar Leute zu gewinnen, die mir beistehen bei meinen Abenteuern und ja, auch ein bisschen mit mir kommunizieren. Also ich lade euch herzlich ein. Wenn ihr Let's Player seid, wenn ihr einfach Minecraft genießt oder wenn ihr einfach sagt, dieser Droid Boy, hey, das ist doch ein netter Typ, dann könnt ihr doch öfters mal in seinen YouTube-Kanal gucken. Dann abonniert mich und liked mich und sagt mir, was ihr davon haltet. Würde mich äußerst freuen. Und wenn ihr dann noch irgendwie ein paar Inputs habt, so von wegen, Alter, das geht gar nicht oder macht das doch mal so oder so, dann bin ich da total dankbar für, weil ich bin auch eigentlich nur ein Anfänger, der, naja, ein bisschen rumprobiert und Spaß hat und ich habe eine ganze Möhre gegessen. Das war total schmackhaft. Und ja. Ein Traum. Ja, jetzt stehe ich hier so ein bisschen rum und frage mich, was ist eigentlich los? Ich schaue mal schnell nach dem Pumpkin. Und nachdem wir nach dem Pumpkin geschaut haben, würde ich vorschlagen, reißen wir... Oh, da wächst was. Da wächst was. Und hoffentlich kommen da zwei Pumpkins raus, weil dann kann ich nämlich hier eine kleine Plantage mit anfangen. Und der eigentliche Grund dafür ist, dass man doch mit Pumpkins und Lava, wenn ich mich recht entsinne, dass man da Lampen bauen kann. Und das fände ich total gut, weil Fackeln sind schon in Ordnung, funktionieren, sehen jetzt hier zum Beispiel an diesem Brunnen schon okay aus. Ah, oh, ich glaube, ich habe noch was. Nein. So ein bisschen Abwechslung wäre schon fein, oder? Das wäre schon fein. So, und jetzt kommen wir mal, solange die Sonne noch scheint. Die scheint auch wohl noch ein bisschen länger. So ein paar Minütchen habe ich noch. Könnten wir eigentlich mal hier die neuen Treppen hoch, die ich gebaut habe. Die habt ihr ja noch gar nicht gesehen. Und dann mal hoch zu diesem Häuschen. Was mal dann das Bauernhaus sein soll, um hier die Schafe... zu züchten sozusagen. Und zwei Geschosse war eine nette Idee, aber ich glaube, ich werde jetzt erstmal wirklich nochmal versuchen, einfach ein schönes Haus mit einem Stockwerk zu bauen. Wenn mir das gelingt, dann Stufe Nummer 2, Haus mit zwei Stockwerken oder ein großes Haus mit einem Stockwerk zu bauen. Und einem schönen Dach zu bauen. Aber das hier, das war wirklich ein bisschen Griff ins Klo. Kann man so sagen. Nicht sehr schön. Nicht sehr elegant. Und naja, ihr merkt, mir macht das total Spaß. Aber ich muss lernen. Ja, es ist nicht alles selbstverständlich hier in dieser Welt. Man muss sich alles hart erarbeiten. Das ist natürlich auch so im echten Leben. Wenn ihr denkt, ihr habt ein Talent, tja, dann ist das leider nur die eine Hälfte der Geschichte. Die andere besteht aus harter Arbeit, Übung, Liebe, Hilfe. Lasst euch helfen, ganz viel soziale Interaktion, auch wenn ihr Nerds das vielleicht nicht so toll findet. Aber, naja, ihr Nerds findet es eigentlich doch ganz toll. So, das Dach hier darf ab. Dazu nehmen wir unsere Axt. Und ich habe schon wieder ein Gefühl, es wird ein bisschen dunkler, aber das war mal wieder nur ein... Vielleicht, das war ein Ding aus der Außenwelt, denn hier gerade, übrigens, wenn jetzt gleich hier mein Handy piepst, da gehe ich mal kurz zurück, da muss ich mal was schauen. Ja, halbe Stunde haben wir noch. Ich habe nämlich einen Braten in der Röhre. Kein Spaß. Ein Hühnchen. Und ja, das muss ich mir jetzt mal gönnen. Ein wunderschönes Hühnchen, natürlich Bio-Hühnchen hier aus der Umgebung. Ja, das ist dann fertig und da muss ich zumindest dafür sorgen, dass ich es aus der Röhre nehme, denn sonst ist es verbrannt. Tja,
Ich hoffe aber, ihr seid alle Veganer, denn das ist das Beste der Welt für unsere Umwelt. Ja. Ich gehe da leider nicht mit gutem Beispiel voran. Immer noch, ich hänge immer noch sehr am Fleisch, muss ich leider zugeben. Auch wenn ich ganz genau weiß, dass das eigentlich nicht so optimal ist. Weiß nicht, wie das bei euch ist. Wie viele von euch sind Veganer? Wie viele von euch sind Vegetarier? Ich weiß nicht, ob ihr den Unterschied kennt. Wenn ich jetzt mal von meiner normalen Zielgruppe hier ausgehe, dann kennt ihr den Unterschied, da bin ich mir sicher. Aber auf YouTube laufen ja auch viele Kids rum und ich hätte gerne ein paar Kids als Zuschauer. Und deswegen muss ich auch mal was über den Unterschied zwischen Pflanzenfressern und Fleischfressern erzählen. Darum verzeiht mir, wenn ich da ab und zu mal vielleicht ein bisschen langweile oder so. So ist das halt. Auf jeden Fall, was sind Veganer, was sind Vegetarier? Jetzt muss ich mal kurz überlegen, bevor ich hier weiter quatsche. Wie mache ich das denn mit dem Dach? Also, Holzdach ist eigentlich super nett. Mit Stein sieht es auch nicht schlecht aus. Da könnte ich aber... Ja, komm, lass uns das mal wegmachen. Dann